06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Trainer, den Derby-Sieg in der Tasche, deinen persönlichen 100. Sieg in der Tasche, da hoffe ich doch, du hast gestern Abend sehr, sehr gut geschlafen. Du sagst das, ich war immer noch ein bisschen aufgedreht. Meistens schläfst du nach so Spielen eigentlich schlecht, weil das Adrenalin noch im Körper drin ist und du immer noch so viele Szenen aufarbeitest, aber es war ein sehr beruhigendes und schönes Gefühl, wenn man so einen Erfolg gefeiert hat. Und es passt irgendwie zusammen, dass beide Ereignisse dann auf einen Tag fallen. Klassiker, ne? Dass natürlich das jetzt auch der 100. Sieg ist, macht es umso schöner. Aber ja, jetzt bin ich wieder die Bremse, es geht weiter. Am Mittwoch schon wieder Ingolstadt und dafür wollen wir natürlich auch wieder alles tun, um zu gewinnen. Es wird ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel, ich glaube, so leicht kann man es schon fast sagen. Keine Frage, Ingolstadt ist zu Hause echt gut, gewinnt viele Spiele, sehr starke Offensive und da brauchen wir extreme hohe Konzentration in den Zweikämpfen im Verteidigen und selbst dann an die Leistung der letzten halben Stunde, 43 Minuten von Bielefeld anknüpfen, weil da waren wir echt gut, den Ball laufen lassen, Gegner laufen lassen und das muss das Ziel sein. 600 Kilometer unter der Woche bringen zwangsläufig Strapazen auch einfach mit sich. Muss man dann jetzt schon im zweiten Spiel anfangen, über eine Rotation nachzudenken? Musst du auf jeden Fall. Wir sind eh schon gezwungen, weil sich leider Sebastian Wrovča das Außenband angerissen hat im Knie in der letzten Aktion. Maximal unglücklich, ein sehr wichtiger Spieler, eine große Stütze, dass wir kompensieren wollen, müssen. Und trotzdem werden wir auf jeden Fall rotieren, vielleicht auf 2, 3 Positionen, weil es einfach nicht möglich ist, dass du 3 Spiele in einer Woche mit denselben 11 Spielern durchspielst. Also so meine Meinung, aber es wird schon schwer genug und deshalb werden wir auf jeden Fall auch rotieren. Umso besser, dass man einfach einen überragenden Schwung aus so einem Derby-Sieg hoffentlich mitnehmen kann? Ja, das wünsche ich mir. Ich glaube, die Stimmung heute Morgen im Training war sehr gut und überall war sie echt top und das macht dann auch Spaß und jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen, aber wir sind aber auch um die Schwere der Aufgabe, weil alleine mit Schwung wird es auch nichts. Und in der Mannschaft hat niemand nach Bier gestunken? Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Wie ich die Jungs kenne, nein, hat keiner nach Bier gestunken.